Ui. Also die konnte ich mich jetzt nicht erinnern. Aber Stolz sehr geil. Ihr Captain Soban von der Ferien-Scharflotte. Sieht aus, als bräuchten Sie Hilfe. Ja, die brauchen wir. Achtung an alle Sobani. Sucht euch ein Ziel aus und dann los. Sobani, so, so. Jetzt hoffen wir mal, dass die Bischof 4 noch retten können. Weil so wie das da aussieht, ist das schon ziemlich futsch. Spiel gespeichert. Mit Captain Sobans Hilfe sollten wir in der Lage sein, den Rest der Transporter zu retten. Pulsar-Helis können jetzt gebaut werden. Diese Schiffe sind effektiv gegen Raumschiffe der Korvettenklasse. Bomberstaffel wird angegriffen. Mannschaftstransporter angedockt. Forscherstab und Wissenschaftler werden transferiert. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Es gibt neue Forschungsmöglichkeiten. Ah, jetzt. Das ist ausgeschaltet. Transportschiff Bischof 5 ist sicher. Nicht genügend Rohstoffe. Upgrade Bischof 5? Bestätigt. Aha. Verstanden. Transportschiff Bischof 4 erleidet kritischen Schaden. Stellen Sie sofort Abfangjäger zur Verteidigung von Bischof 4 ab. Kann ich nicht viel machen. Bischof 4 wird niedergehen. Melden Bereitschaft. Angriffsvektor festgelegt. Das war's. Bischof 4 ist zerstört. Wir sind am Ende. Bereit. Bischof 4 verloren. Ziel erfasst. Ich kann es halt nur so gut machen, wie ich selbst drauf habe. Verstanden. Na, wo ist Captain Sobahn hier? Das ist Captain Sobahn. Fregatte, so, so. Die Vega-Fregatten wurden zerstört. Mannschaftstransporter angedockt. Melden uns zur Stelle. Sensor-Crews werden transferiert. Sensorsysteme des Mutterschiffs arbeiten jetzt mit voller Leistung. Ja, Sensoren, wo waren die hier? Na, kann man immer noch nicht bauen. Leider noch nicht möglich. Das Vega-Trägerschiff zieht sich zurück. Es muss vernichtet werden, bevor es entkommen kann. Das heißt so viel wie... Schlachtschiff erfasst. Alles drauf. Was haben wir hier? Das ist alles von meiner... Mutterschiff. Ich hab mich doch... Bestätigt. Okay. Die scheinen es nicht geschafft zu haben. Schade. Bereit. Aber kann man nicht genügend Rohstoffe. Die Schiffe da, da kümmern sich die Helis drum. Unterstützen befreundete Einheiten. Roger. Melden uns zur Stelle. Melden uns zur Stelle. Abfangjägerstaffel wird angegriffen. Zerstört die Triebwerke. Aufrüstung abgeschlossen. Subsystemziel erfasst. Darf das kein Problem sein. Bestätigung. Mutterschiff. Bestätigung. Mutterschiff. Also das komplette Mutterschiff hat Angriffskraft des 120. Aktiv. Ist nicht viel, aber... Roger. Ja. Melden uns zur Stelle. So. Melden uns zur Stelle. So ein Heli aus naher Sicht. Das hat so was etwas Schwereres. So, der dürfte nicht so gut genügend zerstören. Mannschaftstransporter angedockt. Triebwerk und Energieerzeuger-Crews werden transferiert. Triebwerkfunktion auf normale Leistung gesteigert. Dann könnt ihr auch weiter hier angreifen. So, ist das noch weit? Vier Mannschaftstransporter angedockt. Mindestcrew-Anforderungen sind erfüllt. Das ist wunderbar. Helikorvettenstaffel fertig. Bestätigt. Roger. Der Bomber muss jetzt langsam mal anfangen, dem wirklich Schaden zuzufügen. Ferienscharflotte. Okay. Nicht genügend Rohstoffe. Upgrade. Das meinte ich, die Hiriganer schießen halt eher mit diesen Ionenkanonen. Elite-Jägerpiloten werden transferiert. Die Torpedofregatte, die Elite-Bomberstaffeln ist neben dem Zerstörer das einzigste, was wirklich mit Raketen schießt. Aufrüstung abgeschlossen. Elite-Bomber. Bereit.
Schlachtschiff zerstört wird angegriffen. Bestätigung. Auf dem Weg. Bestätigung. Das Vega-Trägerschiff wurde zerstört. Das ist schön. Verstanden. Jetzt ziehen wir uns mal zurück. Auf dem Weg. Kurs eingestellt. Neues Ziel eingestellt. Bereit. Bewegungsbefehl bestätigt. Flotte, hier Captain Soban. Andock-Manöver läuft. Das Homeworld-System wird bald von Vega-Streitkräften überrannt. Ihr Ziel ist, das Mutterschiff zu erobern. Sie müssen die Stolz von Hiigara hier wegbringen. Der Feind wird folgen und damit erkaufen sie der Heimatwelt etwas Zeit. Soban Ende. Das ist super, das mit der Heimatwelt Zeit. Captain Sobans Mission besteht darin, den Aufenthaltsort des Vega-Anführers zu ermitteln. Seine Flotte wurde losgeschickt. Er bleibt mit uns in Kontakt. Spiel wird gespeichert. Ich glaube, Mission 2 haben wir gerade erfolgreich abgeschlossen. Mannschaftstransporter kehren zur Basis zurück. Auch wenn wir ein Schiff verloren das haben, aber... Das Mutterschiff darf niemals in feindliche Hände fallen. Alles klar. Koordinaten für Sarum-System programmiert. Dort formieren wir unsere Streitkräfte neu und beginnen eine Gegenoffensive. An alle Schiffe bereit machen zum Hypersprung. Wusch und wieder weg. Mission 2 erfolgreich. Ach das, ja, der Raussprung halt noch. Zup. Ich denke auch mal, das war Let's Play Mission 2 von Homeworld 2.